Unser Seelenleben und damit auch unsere Persönlichkeit wird bestimmt von drei psychischen Instanzen. Es, ich und dem Über-Ich. Herzlich willkommen bei Faszination Psychologie. So sah es zumindest Sigmund Freud. Und obwohl heute einige seiner Annahmen als überholt gelten, die Theorien des Wiener Psychoanalytikers haben unser Bild von Persönlichkeit nachhaltig beeinflusst. Im 9. Stadtbezirk von Wien in der unscheinbaren Berggasse lebte und arbeitete der Anstifter einer Revolution. Im Salon Plüsch des 19. Jahrhunderts entwickelt Nervenarzt Sigmund Freud an der Schwelle zum 20. Jahrhundert hier eine Untersuchungsmethode zur Erforschung der menschlichen Psyche. Er nennt sie Psychoanalyse. An vielen Analysen seiner Patienten beschreibt Freud die Bedeutung des Unbewussten, die große Rolle, die es im Leben jedes Menschen spielt. Psychoanalyse und Traumdeutungen eröffnen ihm den Weg zu den tief verborgenen seelischen Schmerzen und Verletzungen. Ich finde, dass er eine völlig neue Sichtweise auf psychische Probleme gebracht hat. Nämlich zu sehen, dass das nicht völlig unverständliche Einbrüche sind, dass die Menschen nicht einfach verrückt sind und unnormal, sondern dass ihre Probleme, die sie haben, sinnvolle Antworten sind auf Konflikte. Und dass diese Konflikte entstanden sind in der Lebensgeschichte der Menschen. Freud analysierte die Zwangsvorstellungen, die Ängste und Neurosen der europäischen Bourgeoisie seiner Zeit. Er erkannte, dass gesellschaftliche Normen krank machen können. Er sah es als Hauptziel der Psychoanalyse an, Unbewusstes und Verdrängtes bewusst zu machen und dadurch fähig zu werden, innere Konflikte zu bewältigen und zu lösen. Diese Zielsetzung gilt heute unverändert. Nach Freuds Theorie ist die Zeit der frühen Kindheit prägend und von größter Bedeutung für die psychische Befindlichkeit im späteren Leben als Erwachsener, vor allem in Bezug auf die Bindungsfähigkeit und das soziale Verhalten eines Menschen. Traumatische Erlebnisse und psychische Verletzungen werden ins Unbewusste verlagert und können später zu zwanghaftem Verhalten führen, ohne dass der Betroffene dies weiß. Freud unterteilt die menschliche Psyche in das Es, den unbewussten, triebhaften Teil der Persönlichkeit, und in das Über-Ich, das ist der Sitz der moralischen Werte und der gesellschaftlichen Normen. Zwischen diesen beiden Polen, so glaubte er, herrscht ständiger Kampf. Das Ich vermittelt dabei als ausgleichende Instanz. Übrig geblieben ist an der Psychoanalyse neben der Vorstellung von Angst und Angstabwehr, den Abwehrmechanismen, Verdrängung, Verleugnung, Rationalisierung und so weiter. Vor allem die Vorstellung von Beziehungen und Beziehungsmustern und deren Bedeutung in unserem Leben. Dass unser ganzes Leben durch Interaktionen bestimmt ist und dass fehlgelaufene Beziehungen sich im späteren Leben auswirken. Das ist geblieben. Nicht geblieben ist die Vorstellung, dass der Mensch ein Triebwesen ist, das mit bestimmten fertig vorgeformten Triebbedürfnissen auf die Welt kommt. Heute, 100 Jahre nach Freud, hat sich eine Vielzahl von Therapieformen entwickelt. Es gibt unter anderem Gesprächs- und Verhaltenstherapien, die als Einzel-, Paar- und Gruppentherapien durchgeführt werden. Anders als bei Freud steht heute bei vielen Therapieansätzen die Selbstentwicklung im Vordergrund. Diese Persönlichkeitsentwicklung wird als ein lebenslanger Prozess angesehen. Damit wird auch die überragende Rolle der frühkindlichen Situation relativiert. Eine Analyse dauert rund 3 Jahre. Wie schneidet sie im Vergleich zu anderen, wesentlich kürzeren Therapien ab? Eine Studie der Universität Saarbrücken mit 1800 Befragten kommt zu dem Ergebnis: Aus Sicht der Patienten bessern die in Deutschland anerkannten Therapieverfahren das psychische Befinden ähnlich gut.
Freud bleibt der Darwin der Seele, so sein Biograf Ernest Jones. Und nicht zuletzt beeinflussten Freuds Ideen nachhaltig Kunst, Literatur und das gesamte Geistesleben des 20. Jahrhunderts. Ich freue mich sehr, dass Frau Professor Astrid Schütz von der Technischen Universität Chemnitz heute bei uns ist. Grüße Sie, Frau Schütz. Guten Tag, Herr Mattis. Ja, Freud hatte so einen enormen Einfluss auf die geistige Welt des 20. Jahrhunderts. Und trotzdem haben viele Psychologen ein eher gespanntes Verhältnis zu Freud. Warum? Ich würde sagen, das Hauptproblem aus heutiger Sicht bei Freud ist seine Methodik. Viele der Ideen waren durchaus interessant, aber die Methode, die er verwendet hat, können wir heutzutage nicht mehr akzeptieren. Seine Theorie basiert im Grunde auf Einzelfällen. Zudem ist es retrospektiv. Das heißt, er hat Erwachsene, die unter bestimmten Problemen litten, befragt zu ihrer Kindheit. Und wir wissen heute, dass solche Berichte häufig durch Erinnerungsverzerrungen gekennzeichnet sind. Das heißt, dass ein Erwachsener sich zum Beispiel versucht zu erklären, wie es zu irgendwelchen Problemen kam und sozusagen nach Ursachen in der Kindheit sucht. Und insofern würde man heute etwa längsschnittlich vorgehen, wenn man derartige Aussagen machen will, etwa über die psychosexuelle Entwicklung von Kindern, ist zu fordern, dass man Längsschnittstudien macht, bei denen die Entwicklung von Kindern begleitet wird. Aber die orale, die anale, die phallische Phase, redet man heute noch darüber? Die sollte man eher abschreiben. Also es gibt Untersuchungen, die etwa Kleinkinder beobachtet haben oder systematische Aufzeichnungen ihrer Eltern ausgewertet haben und die zeigen, dass sich eine derartige Phasenentwicklung nicht belegen lässt. Also dass zum Beispiel sich nicht nachweisen lässt, dass Kinder, die nach Freud in der analen Phase sein müssten, an ihren Ausscheidungen mehr Interesse haben als an ihren Genitalien. Außerdem lässt sich nicht zeigen, dass so eine gleichförmige Entwicklung stattfindet. Also dass alle Kinder bestimmte Entwicklungen nacheinander in bestimmter Reihenfolge und in bestimmten zeitlichen Abständen durchmachen. Lassen Sie uns einen Sprung machen in die Gegenwart von Freud über den Behaviorismus zu den aktuellen Tendenzen in der Persönlichkeitspsychologie. Was macht Persönlichkeit aus? Wirkt schon die Silhouette, das Gesicht oder die Gestalt? Sigmund Freud hat den Ursprung der Persönlichkeit in der frühkindlichen Entwicklung vermutet. Der konträre Ansatz der Behaviorismus ließ nur gelten, was er am Verhalten direkt beobachten konnte. Als Vorbild diente der Tierversuch nach dem Schema Reiz und Reaktion. So wurde hauptsächlich erforscht, wie der Mensch lernt. Denn der Behaviorismus vertrat, dass der Mensch wie ein weißes Blatt Papier auf die Welt kommt. Doch schon bei Neugeborenen lassen sich eindeutige Unterschiede in der Persönlichkeit erkennen. Frühere Ansätze in der Psychologie wie Psychoanalyse, Behaviorismus, die gingen ja eigentlich davon aus, dass die Persönlichkeit ein Produkt der Umwelt, vor allen Dingen der sozialen Beziehungen ist. Aktuell spielen diese beiden Richtungen nur noch indirekt eine Rolle. Heute wird die Forschung von drei Ansätzen bestimmt. Der erste stellt Eigenschaft in den Mittelpunkt, weil er Persönlichkeit als die Summe von Eigenschaften begreift. Schon in der Antike hat man Menschen zum Beispiel nach Temperamentseigenschaften eingeteilt. Später dann nach Körpertypen wie pyknischer, Leptosoma und athletischer Typ, die auch für bestimmte Temperamentseigenschaften stehen. Der Psychologe Hans Eysenck hat die Ansätze seiner Vorgänger in zwei Gegensatzpaare zusammengefasst. Extra und introvertiert, sowie stabil und instabil. So entsteht ein Kreis, mit dem man Persönlichkeit umfassend beschreiben kann. In den letzten Jahren hat man sich allerdings darauf geeinigt, die zwei Dimensionen Eysencks um noch drei zu erweitern. Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrung. Alle fünf Aspekte zusammen bilden unter dem Begriff Big Five den heutigen Standard zur Beschreibung von Persönlichkeit. Der Fragebogen ist das wichtigste Mittel, um Persönlichkeitseigenschaften, das heißt eigentlich Unterschiede, zu untersuchen. Denn aussagekräftig werden solche Daten erst, wenn man sie mit denen anderer vergleicht. Dann kann man Rückschlüsse auf individuelle Eigenheiten oder auf allgemeine Aspekte der Persönlichkeit ziehen.
Der Eigenschaftsansatz kann zwar Besonderheiten der Persönlichkeit gut beschreiben, nicht aber erklären, wie sie unser Handeln beeinflussen und worin sie ihre Ursachen haben. So stellt ein zweiter Ansatz die Frage, wie wir Reize verarbeiten und umsetzen. Dahinter steht die Vorstellung, dass Erleben und Verhalten darauf beruhen, wie wir mit Informationen umgehen. Anhand von Spielen oder Intelligenztests lässt sich zum Beispiel untersuchen, wie schnell und effektiv wir Aufgaben lösen. Genau wie derartige Fähigkeiten bestimmen auch Unterschiede im Wissen die Persönlichkeit. Immer unter der Voraussetzung, dass man den Menschen als ein informationsverarbeitendes System begreift. Man denkt ja oft, Informationsverarbeitungsprozess heißt, dass es nur um rationale Überlegungen, Denkprozesse geht. Aber es ist natürlich klar heutzutage, dass auch alle Emotionen, die Gefühle, die Affekte genauso durch Informationsverarbeitungsprozesse des zentralen Nervensystems oder des peripheren Nervensystems gesteuert werden. So bestimmt zum Beispiel unsere Selbstwahrnehmung wesentlich unser Erleben und Verhalten. Ob diese Frau selbstbewusst oder niedergeschlagen ist, kann zwei völlig verschiedene Menschen aus ihr machen. Deswegen sollte man bei der Untersuchung von Persönlichkeit immer auch überprüfen, inwieweit die Ergebnisse vielleicht nur einer Momentaufnahme entsprechen. Die Fragen nach Eigenschaft und Informationsverarbeitungsprozessen ergänzen einander. Problem von beiden ist aber, dass sie nicht einbeziehen, wie sich eine Persönlichkeit mit der Zeit entwickelt. Ein Leben lang sind wir Teil eines sozialen Systems, lassen uns von unserer Umwelt beeinflussen, genauso wie wir sie selbst beeinflussen. Die Erforschung dieser dynamischen Wechselwirkungen, der dritte Ansatz, ist allerdings mit großem Aufwand und auch besonderen methodischen Herausforderungen verbunden. Amor, amor. Man müsste zum Beispiel Paare über einen langen Zeitraum beobachten, um nachzuweisen, ob sie sich in ihren Eigenschaften immer ähnlicher werden. So bleibt die Frage nach der dynamischen Wechselwirkung meist ein Ideal der Forschung. Die drei Ansätze sind ja keineswegs Gegensätze, sondern sie ergänzen sich ja eigentlich. Also nehmen wir zum Beispiel die Eigenschaft Ängstlichkeit. Da kann man die erstmal untersuchen als Eigenschaft. Und dann kann man sich für die Informationsverarbeitungsprozesse interessieren, die Ängstlichkeit zugrunde liegen. Und dann, wenn man die verstanden hat, könnte man dran gehen, auch die Veränderung von Ängstlichkeit im Verlauf des Lebens sich anzugucken. Was sind die Ursachen für hohe oder niedrige Ängstlichkeit? Frau Schütz, gleich zu Beginn des Beitrags hieß es, bereits Babys haben unterschiedlich ausgeprägte Persönlichkeiten. Mhm. Ja, sind denn nun Eigenschaften angeboren oder werden die erlernt oder beides? Mhm. Ja, es lässt sich im Grunde nicht mit einem Entweder-Oder beantworten. Die meisten aktuellen Theorien gehen heute von einem sogenannten Interaktionismus aus. Das heißt, dass bestimmte Anlagen mitgegeben sind uns bei der Geburt und dass diese Unterschiede dann quasi verstärkt werden. Also dass Säuglinge zum Beispiel unterschiedlich reagieren auf ihre Eltern und dies wiederum die Eltern veranlasst, sich unterschiedlich zu beschäftigen mit den Kindern. Man ist sich nicht einig, wie hoch jeweils der Anteil von Genetik ist und von Umwelt. Es gibt Zwillingsstudien und Adoptionsstudien, die sich bemüht haben, das herauszufinden. Es gibt da allerdings nur Schätzungen. Man hat den Eindruck, dass es bei einzelnen Eigenschaften unterschiedlich stark ist. Also dass es zum Beispiel bei Extraversion eine relativ starke erbliche Komponente gibt, aber dass im Grunde immer auch die Art und Weise wichtig ist, wie die Umwelt reagiert. Also dass man sozusagen gewisse Prädispositionen mitbringt, dann sich entsprechende Situationen sucht. Also jemand, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist, sucht soziale Situationen auf, hat von daher auch mehr Gelegenheiten, seine sozialen Fertigkeiten zu verbessern. Und für schüchterne Menschen ist das dann oft zum Beispiel ein Teufelskreis. Also sie haben Angst vor anderen Menschen, vor sozialen Situationen, ziehen sich zurück und ihnen fehlen von daher auch die Übungsgelegenheiten, etwas zu erlernen, Smalltalk, den Umgang mit anderen. Und dadurch steigt zum Beispiel ihre Angst, ihre Befürchtung vor
zwischenmenschlichen Situationen. Bevor wir gleich weiterreden, beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit Fußball. Und es geht auch um ein Glas Wasser. Aber eigentlich geht es, um die Verwirrung etwas aufzulösen, im folgenden Beitrag um die Wechselwirkung von Persönlichkeit und Gehirnaktivität. Ein Glas Wasser. Für die einen ist es halb voll und für die anderen halb leer. Solche Unterschiede genau zu beschreiben, wie zwischen Optimist und Pessimist, ist eine wichtige Aufgabe der Persönlichkeitspsychologie. Dazu werden Menschen befragt, wie sie sich selbst einschätzen. Bei solchen Selbstbeschreibungen bleibt aber offen, inwiefern es biologische Ursachen des Verhaltens gibt, welches die Persönlichkeit bestimmt. Nun wird allerdings dieses Erleben und Verhalten vom Gehirn gesteuert und von anderen biologischen Systemen. Um zu möglichst auch kausalen und nicht nur beschreibenden Aussagen zu kommen, was denn nun Persönlichkeit ausmacht, wäre es deshalb wichtig, die Grundlagen dessen, was das Verhalten und das Erleben hervorrufen, zu untersuchen in Bezug auf Persönlichkeit. Und das ist der Versuch. Es geht um Aktivitäten des Gehirns in einem präzise definierten Bereich. Deswegen ist genaues Ausmessen des Kopfes so wichtig. Vorangehende Versuche haben gezeigt, dass bei Emotionen wie Angst und Ärger die Aktivität des frontalen Gehirns besonders groß ist. Das Gleiche gilt für bestimmte Motivationen, ob jemand eher offensiv oder passiv auftritt. Bei der folgenden Gehirnstrommessung ist die entscheidende Frage: Zeigt sich, abhängig von der Persönlichkeit, ein Unterschied der Aktivität des linken oder des rechten vorderen Gehirnlappens? Die Versuchspersonen, alles Hobbyfußballer, werden durch ein Hörspiel in eine emotionale Situation versetzt. Es ist Samstag. Die Umkleidekabine eures Sportplatzes ist voll. Alle Mitspieler sind da und die Stimmung ist prächtig. Du fühlst dich körperlich fit und kannst es kaum abwarten, raus auf den Rasen zu laufen und loszulegen. Der Trainer gibt letzte Anweisungen. Dann schaut er zu dir und sagt, du bleibst erstmal auf der Bank. Einen Moment stutzt du. Du überlegst, ob du was sagen sollst. Ist okay, presst du hervor. Anhand der Messwerte kann der Versuchsleiter nachvollziehen, in welcher Weise und wie stark der Proband reagiert. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede in der Aktivität des rechten und linken vorderen Gehirnlappens. Worin diese Unterschiede bestehen, lässt sich erst im Vergleich verschiedener Versuchspersonen feststellen. Es gibt solche, die mit dem defensiven Verhalten im Hörspiel einverstanden sind. Sie zeigen Aktivität im EEG vorne links. Andere sind mit dem Ausgang der Geschichte unzufrieden. Sie hätten offen dem Trainer widersprochen. Bei diesem Typ ist die Aktivität im EEG vorne rechts größer. Diese Art der Aufregung zeigt sich auch an anderen Messwerten wie dem Lidschluss oder dem Herzschlag. Durch die Befragung nach Ende des Versuchs bestätigt sich, anhand der Aktivitätsunterschiede vorne rechts und links kann ein wichtiger Teil der Persönlichkeit unterschieden werden. Wir handeln sehr oft unter unsicheren Bedingungen. Und die Auswahl von Verhalten unter solchen unsicheren Bedingungen wird nach diesen Ergebnissen von der Persönlichkeit mitbestimmt und biologische Veränderungen, biologische Korrelate dieser Präferenzen konnten wir in unserem Versuch nachweisen. Das heißt, der eine will Belohnungsmaximierung und der andere will eine Schadensminimierung erzielen. Und diese unterschiedlichen Handlungspräferenzen sind sehr persönlichkeitsstabil. Weil diese Versuche mit vielen Probanden so aufwendig sind, steht die Forschung noch am Anfang. Sicher ist aber jetzt schon, bestimmte Bereiche des Gehirns beeinflussen die Persönlichkeit. Die Zusammenhänge sind aber so komplex, dass man etwa Persönlichkeitsmerkmale nicht eins zu eins im Gehirn lokalisieren kann. So wird auch Professor Stemmler in Zukunft nicht sagen, jemand ist ein vorderer, linker Gehirnlappentyp. Zum Glück bleibt's also dabei, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja,
Ja, Frau Schütz, was meinen Sie? Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Ich persönlich würde die eher optimistische Sichtweise bevorzugen und sagen, es ist halb voll. Geht mir ähnlich. Ich sage auch, es ist halb voll. Man würde ja wohl auch annehmen, dass die Menschen glauben, wer sagt halb voll, der ist Optimist. Und wer sagt eher halb leer, das sind die Pessimisten. Ist es denn so, dass der Optimist leichter durchs Leben geht? Mhm. Zahlreiche Untersuchungen haben belegt, dass Optimisten es in vieler Hinsicht leichter haben, dass sie sogar gesünder sind, dass ihr Immunsystem besser funktioniert, weil sie unter anderem Schwierigkeiten besser bewältigen. Es gibt allerdings auch einige Hinweise darauf, dass Optimismus Schattenseiten haben kann. Es mag zum Beispiel ungünstig sein, wenn man die Bedrohlichkeit einer Information unterschätzt und da überoptimistisch ist. Also wenn jemand etwa erste Anzeichen einer schweren Krankheit bei sich erkennt und dann sagt, es wird schon nichts sein, dann kann eine derartige Form von Optimismus problematisch sein. Menschen, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, die werden ja auch an sich ganz positiv eingeschätzt. Mhm. Ist das denn nur eine runde Sache oder gibt es auch hier Schattenseiten? Mhm. Ja, gibt es durchaus. Man wird in letzter Zeit auf diese Schattenseiten aufmerksam. Man weiß seit langem, dass es Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl schwer haben in sozialer Hinsicht, aber dass sie auch im Leistungsbereich ihre Fähigkeiten unterschätzen. Nun stellt man fest, dass auch eine extrem positive Einschätzung der eigenen Person Schattenseiten haben kann, zum Beispiel dazu führen kann, dass man Aufgaben angeht, denen man nicht gewachsen ist, bei denen man sich überschätzt oder dass man nicht bereit ist, aufzugeben, etwa bei Dingen, bei denen man keine Chance mehr hat. Erkenne dich selbst. Diese Inschrift konnte man in der Antike am Eingang des Apollo-Tempels in Delphi lesen. Wer heute Selbsterkenntnis sucht, kommt inzwischen aber ganz gut ohne die Hilfe des sagenhaften Orakels aus, dank der Entwicklung von Testverfahren in der Persönlichkeitspsychologie. Mit den diversen Psychotests in Zeitschriften und Magazinen haben diese anerkannten Verfahren allerdings nichts gemeinsam. An jedem Zeitungskiosk sind sie zu haben, die Materialien zu den Ritualen der Selbstvergewisserung. Kaum ein buntes Blatt, das ohne sie noch auskäme, die Psychotests. Und ständig geht es um dieselben Themen: Geld, Karriere, Sex. Die Ergebnisse, die eine solche Selbstbefragung zutage fördert, sind jedoch durchaus fragwürdig. Denn wissenschaftlichen Kriterien hält wohl kaum einer der bunten Fragenkataloge stand. Seit rund 100 Jahren entwickelt die Psychologie Verfahren zur Untersuchung und Messung menschlicher Eigenschaften. Dabei haben sich im Lauf der Zeit drei Bedingungen herausgebildet, an denen sich jedes psychodiagnostische Messverfahren zu orientieren hat. Jeder Test muss mindestens drei Hauptgütekriterien erfüllen. Er muss objektiv sein, er muss reliabel sein und er muss valide sein. Objektiv heißt, die Testergebnisse müssen von der Person des Untersuchenden unabhängig sein. Reliabel heißt, oder auch zuverlässig auf Deutsch, heißt, er muss in der Lage sein, bei wiederholter Anwendung das gleiche Resultat zu erzielen. Und valide heißt, er muss das messen, was er auch vorgibt zu messen. Über 700 psychodiagnostische Verfahren sind derzeit im deutschsprachigen Raum im Einsatz. Wer sich einen Überblick über das umfangreiche Angebot verschaffen möchte, kann dies im Internet unter der Adresse www.testzentrale.de tun. Beziehen dürfen die einzelnen Tests jedoch nur bestimmte Berufsgruppen, wie beispielsweise Psychologen oder Psychiater. Psychologische Tests können ganz gut in zwei Gruppen eingeteilt werden. Einmal in Leistungstests, zu denen zum Beispiel die Intelligenztests gehören. Die zweite große Gruppe sind Tests zur Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften. Dabei geht es nicht mehr um bestimmte Fähigkeiten, es geht nämlich nicht mehr darum, was ist richtig oder was ist falsch, sondern es geht darum, typische Wesensmerkmale und Charaktereigenschaften eines Menschen zu erfassen. Knapp 600 Fragen umfasst das Minnesota Multifacic Personality Inventory 2. Bei dieser Art von Test geht die Psychologie von der Annahme aus, dass Menschen ihre eigenen Vorlieben und Interessen selbst am besten kennen und einschätzen können. Eine Untergruppe der Persönlichkeitstests sind die sogenannten projektiven Testverfahren. Hier wird
den zu Testenden ein unstrukturiertes Material vorgelegt, seien das Bilder oder auch nur Andeutungen von Bildern. Und die Aufgabe besteht darin, dazu zu assoziieren, das Material zu deuten und irgendwie dazu Stellung zu nehmen. Diese projektiven Testverfahren gelten als umstritten. Der wohl bekannteste dieser Tests ist der vom Schweizer Psychiater Hermann Rorschach entwickelte Rorschach-Test. Bei der Ausdeutung der Bilder durch die Testperson sollen sich unterbewusste Persönlichkeitsmerkmale Ausdruck verschaffen. Diese Art von Test entspricht nach heutiger Auffassung nicht den drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Aber auch streng wissenschaftliche Tests haben ihre Grenzen. Psychodiagnostische Testverfahren haben Grenzen hinsichtlich der Quantität dessen, was sie messen, aber natürlich auch hinsichtlich der Bedeutung dessen, was sie messen. Selbst wenn ich viele Eigenschaften messen kann, ich werde nie alle Eigenschaften eines Menschen messen können. Und schon gar nicht werde ich die nähere Bedeutung mit Testverfahren eruieren, warum der Mensch so ist, wie er ist. Menschen lassen sich nicht in eine Kette von Zahlen übersetzen. Die selbsternannten Psychotests, also für jedermann am Kiosk. Aber wann werde ich mit einem wissenschaftlich fundierten Test unter Umständen konfrontiert? Das kann zu verschiedenen Gelegenheiten im Leben passieren. In der Kindheit, im Zusammenhang mit Erziehungsberatungsstellen, wenn Schwierigkeiten in der Familie auftreten, im Jugendalter vielleicht in der Berufsberatung, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Zusammenhang mit Psychotherapie, aber auch unter Umständen bei Gericht, wenn etwa psychologische Gutachten erstellt werden sollen, in Zusammenhang mit Schuldfähigkeit, Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen oder auch wenn es darum geht, Tauglichkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Ähnliches. Ja, wir hätten an sich ganz gerne einige Testfragen aus bekannten Tests hier mal diskutiert, aber die Verlage sind gar nicht so scharf drauf, dass diese Fragen öffentlich werden. Warum diese Geheimniskrämerei? Nun ja, das hat den Zweck, dass Tests, die allgemein zugänglich und bekannt sind, ja sozusagen geübt oder vorbereitet werden könnten und damit dann auch wirkungslos sind. Und es müssten dann quasi immer wieder neue Tests konstruiert werden, was ein enormer Aufwand ist. Also um einen guten wissenschaftlichen Test zu konstruieren, kann man sich ja nicht einfach Fragen ausdenken, sondern die müssen in Untersuchungen mit Hunderten oder Tausenden von Personen ausprobiert werden, validiert werden. Die Persönlichkeit des Menschen, faszinierendes Thema. Frau Schütz, schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitte schön. Weitere Infos zur heutigen Sendung finden Sie, wie gewohnt, natürlich auch auf unseren Internetseiten. Und in der nächsten Folge geht es hier bei uns um Gruppen- und Konfliktverhalten sowie um Mobbing. Bis dahin.